Natürlich kann ich euch nicht die ganzen Lights hier zurzeit zeigen, ohne euch meines Erachtens den hässlichsten aller neuen Tier 10 Lights zu sagen. Und zwar handelt es sich dabei um den T100LT, der mit diesem unfassbar kleinen, fast schon verkümmerten Turm aufwartet. Für mich wirklich definitiv der hässlichste aller 10er ist. Aber am Ende des Tages ist ja jetzt nicht die Optik entscheidend oder wie lang das ganze Ding ist, sondern was kann er? Und wir sehen und schon 40 km, die 50er Marke fällt schon und auf 60 ist er auch schon. Also agil natürlich wie alle anderen auch. Das ist ganz ohne Frage. Dann hat er hier 300 Durchschlag mit 300 Schaden mit 230 Durchschlag oder mit 248. Das heißt, ihr seht, da ist gar nicht so viel um. Und die HE-Schellen gibt es natürlich auch. Da macht er schon alles auf, was so kreucht und fleucht. Natürlich wird es jetzt auch spannend, wie er hier gegen die Gegner besteht. Und da nimmt er mal das Objekt 430 mal sowas von Volley, zündet er direkt instant an und er hat hier knapp 7 Sekunden Nachladezeit, also für alle, die das immer interessiert. Und das Objekt hat so viel Schiss gleich hier vor den 10er Light gehabt, dass er sofort den schon fast Suizid begangen hat. Und er seine ersten 1500 Damage. Und jetzt sieht man, hoppala, 10er E3 jetzt für alle Fachmänner da draußen nicht unbedingt der leichteste Gegner, den man sich so wünschen kann, besonders in einem Light. Aber er hat hier jetzt gerade das schöne Glück, dass er nicht so in den Fokus gerät. Und da sieht man halt auch dieser wahnsinnig schnelle Rückwärtsgang. Das ist halt das, was die Lights ausmacht. Und hier der nächste Brand. Hallöchen. Ja, warum auch nicht? Nimmt man halt den auch noch mit. So kann man auch den Damage fahren. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr Damage in dem Spiel machen sollt, zündet einfach die Gegner alle an. Gar kein Problem. Und dann auch noch hier ein bisschen Aufdeckschaden. Unterstützung, Kette, er macht es einfach phänomenal, genauso wie man es machen soll. Er nutzt hier den Panzer, nutzt die Agilität, hat das nötige Glück, dass er auch die Gegner eben anzündet. Also besser kann es an der Stelle einfach nicht spielen. Und er hält den Type weiterhin getrackt, dass der gar nicht erst auf doofe Gedanken kommt. Und da heißt es auch schon, tschüss, das war's für dich, zurück in die Garage. So. T57 Heavy hätte er eigentlich auch getroffen oder hat er getroffen, aber nur mit dem Durchschlag hat es nicht so sollen sein. So, und jetzt kann man vielleicht noch mal ein bisschen in die Basis luren, schauen, was da noch so los ist. Der FV, das wäre doch ein mögliches Ziel. Jo. Zack. Und bitteschön. Vielleicht noch einen. Jo, einen nimmt er noch. Und Tschüssikowski, das war's für dich. Zurück in die Garage und bei 4720 Damage hat er auch seinen ersten Kill da mal jetzt verbuchen können. Jetzt kommt er leider auf den E3 nur bedingt drauf. Aber pünktlich in dem Augenblick, wo er kaum ein Ziel hat, macht die Arti sich auf und sagt, ja, hier bin ich, nimm mich einfach. Ja, das muss er den Blindshot riskieren, weil er da einfach kaum auf das Ziel drauf gekommen ist. Kriegt noch Spotting für den E3. Da unten ist noch die Maus. Die will er sich jetzt wohl auch noch gönnen. Droppt sich hier schön ohne Schaden natürlich, so wie es soll. Und jetzt kommt er hinten drauf. Naja, nicht hinten auf den Turm, sondern ich würde hinten eher da dann doch auf die Wanne. Jo, genau da. Und da klappt es dann nämlich auch. So, jetzt stellt er sich mal nebenan und sagt, hallo, hier bin ich. Und kann jetzt hier seitlich schön den Schaden machen. Und die Maus hat hier nämlich Probleme, weil er ist so niedrig, da kann die Maus einfach mal nichts machen. Ja, versuch mich halt zu bekommen. Ich bin neben dir, aber du kriegst mich nicht. Also besser kann man es nicht machen als er hier. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Spielt es unfassbar clever, spielt es unfassbar gut mit der nötigen Portion Glück, die es auch mal bedarf. Also, da gibt es einfach gerade nichts zu mäkeln an dem ganzen Video. So, hier die nächste Arti.
Auch da gibt es nochmal die Kette. 6.495 Schaden und einen einzigen Kill. Das ist vielleicht das Einzige, aber das kann man jetzt wirklich nicht ankreiden, dass er hier den Schaden nicht machen wollte. Ne, ganz im Gegenteil, hier den Schaden, den nächsten macht er auch und da ist auch schon das Game rund mit fast 7.000 Schaden. Und ja, nochmal gesagt, natürlich ist die Sichtweite der 10er Light ist vielleicht nicht die beste, aber braucht man eine Sichtweite, wenn man einen Panzer hat, der so fantastisch panzern kann und auch noch keinen Tarnverlust hat, während er fährt. Das muss man natürlich immer auch nochmal wirklich fragen. Ja, wir werden sehen, wenn er live ist, wie stark uns die Lights denn nerven oder wie sehr wir uns freuen, wenn wir sie als Gegner haben. Das wird sich alles in Bälde zeigen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Abo da. Euer Alcaramba.